Bett. Bett. Aufwache. Aufwache! Penny? Komm, Nachttisch rum, der kickt gegen Rechberg. Ihr müsst noch Strollo. Komm, auf geht's! Wow. Danke, Mädels. Tommy! Benny! Du bist der geilste kleine Bruder, den ich hab. Fenster oder Kofferraum? Dumme. Kannst nicht im Freien ficken wie jeder normale Mensch. Porsche war im Fett sein Geschenk. Der Fett hat sich gewünscht, dass ich ihn einweihe. Das ist schließlich sein Geburtstag. Morgen, Marcel. Meister. Du, Benny. Ich wollte nur sagen, das war die geilste Geburtstagsparty seit der beim Marc im Garten. Weißt du, nicht bloß wegen dem Porsche, sondern einfach, weil wir einfach mal alle wieder zusammen waren. Danke, Fett. Hey! Los, fahre! Und nun das Wetter. Stuttgart 23 Grad, Schwäbisch Gmünd 20 Grad und Lenningen sonnig 25 Grad. Wie sollte es auch anders sein, denn Lenningen hat einen frisch gebackenen Lottogewinner. Sein Name Benjamin Rex. Herr Rex, steckt irgendeine Bedeutung hinter Ihren Zahlen? 27.4197. Das ist das Geburtsdatum von unserem Verein und unmeine Glückszahl, aber die bleibt geheim. Ja, und Benjamin Rex war auch schon ohne Lottogewinn eine kleine Berühmtheit. Er war der Nachwuchsstar in seinem Fußballverein in Lenningen. Der VfB wollte ihm schon einen Profivertrag anbieten, doch dann Motorradunfall. Herr Rex, hat Ihr Lottogewinn was mit Schicksal zu tun? Lotto ist wie's Leben. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Ich weiß nicht. Eine weniger als Auto. Ja und? Verzählen! So wie normal, plus doppelt. Was ist bei dir normal? Was bei dir normal ist, frage ich mich manchmal. Ich hätte sie aufeinander gestapelt. Ein Hurenturm bauen. Schiefe Hure von Pisa. Eifelhure. Hure de France. Da ist ein Fahrrad drin, du Depp. Kasper. Benni, hey! Benni, was geht? Hey! Zahlst du mir einen Flatrate-Puff nach dem Spiel? Ich bin überall, ich schwöre, bitte! Auf jeden Fall. Sonst noch einer? Marcel, Flatrate-Puff! Fett, ein Ferrari! Also, einmal Flatrate-Puffer, mein Junge, gerade auf die Rechnung. 100 Euro, dass die Inzest-Kinder uns wieder warten lassen. Ja, sag mal, aber sonst geht's schon noch, oder? Der Erzfeind! Was war's denn sonst geben? Mein Geburtstag. Schon wieder? Ja, los, auf geht's! Rausschwitze den Scheiß! Ab auf den Platz! Helmut! Marcel, komm her! Bitte. Sicher, dass du es sehr willst. Hey, du, Konkurrenz schläft nie, oder? Die schon. Benni. Das ist alles. 6 Spieler. Aber keine 6 richtige. Weißt du, die Rechberger, das sind die gleiche Lellebäppe wie ihr. Da hat einer vergessen, die Trikots zu waschen. Kommen wir eine halbe Stunde später. Ja, besser später als Zoffer. Da guckt er deinen Kumpel an. Der kann auf ein Festle gegangen und sieht am nächsten Morgen nicht aus wie der Nachtkram. Jackie. Das ist mein Konterkaffee und das weißt du auch. Und ja, hat gesagt, trink's hinter der Haupttür oder daheim, aber nicht vor dem Vereinsheim, das weißt du auch. 14 bist auch keine mehr.
Du willst, dass ich einen guten Eindruck mache, weil der Schoder und der neue Sponsor neben dran standet. Getränkemarkt Riesi. Meinst du, ich kenn sich nicht vom Saufen? Du, dein Film von gestern ist eh gerissen, deswegen erzähl ich das nochmal. Du hast am Stranacker nicht gedruckt, weil er gesagt hat, Leute wie du brauchen kein Weihnachtsgeld. Zu Recht. Du entschuldigst dich. Es war ein Geburtstag. Beim Fett oder beim Stranack? Ich weiß, da ändert sich nichts, bloß weil der Show der neue Werbetafel in der Zone bebt. Na? So langsam 8 Leute sind wir. Und alles Raucher. Stell dir einfach vor, ich werde Basel. Ich schau nur einen Kaffee. Mhm. Servus, Benni. Ein Kisch Bier für jeden Rechtberger, den sie austragen, ja? Heute könnte man die gut brauchen, Kerle. Mhm. Nicht bloß heute. Pass auf. Ich hab grad mit meinem Kumpel geschwätzt. Ist ein Financial Consultant. Weißt du, was das ist? Hm? Anlageberater nehme ich an. Du hast erfasst, ja? Jetzt nimm's halt, Kerle, wegschmeißen kannst immer noch. Werner? Ja? Werner, komm mal mit. Jetzt kann er brauchen heute Nachtschicht. Dass er jeder zweitreichste ist. Bestell mir halt einen Kaffee und Frühstück. Vier Kinder hat. Also, er war doch ein wunderschöner Arsch. Also, da gibt man, scheiß der Hund drauf, trink wohl aus, oder? Hat sich der Schoter gerade den richtigen Tag ausgesucht. Glaubst du, das juckt den? Er hat die Saison ein Spiel verloren und er fühlt sich wie der Vorfelder. Vorstand ist Vorstand. Ja! Komm! Das ist doch faul! Das muss der Pfeifer! Hat einer von euch gestern nicht geschaffen? Frieden mit euch. Ihr schießt nicht. Ihr lauft nicht. Ihr kämpft nicht. Und du hältst nicht. Vom Rumstand hat noch keiner ein Fußballspiel gewonnen. Was ist los? Servus, Ranne. Servus. Also, das hätte ja jetzt nicht sein müssen. Also, entweder ich gehe sauf oder ich gehe Kicker. Eins von beiden. Ja, ja, aber das schwätzen wir gerade. Ja, nee, ich schwätze mit dem Risi, weil wir dringend einen neuen Sponsor brauchen. Verstehst? Und? Was und? Ihr blamiert euch bis auf Zucker von den scheiß Rechtberger. Und einer von euch kotzt auf den Rasen. Was glaubt ihr denn? Da überlegt sich doch der Risi dreimal, ob er euch Zeugplätze, euch Versoffene, ein paar Euro abdrückt oder nicht. Herrgott, zack, nochmal. Einen neuen Sponsor, oder? Ja. Was der Junge aus der Vereinskasse klaut, reicht nimmer. Was Rufmutter ist, ist dir wohl hoffentlich klar, oder? Bin ich. Wie viel Spieler hätte er kauft, wenn 2 Wochen später weiter verschachert? Warum geht's doch gar nicht, Kerle? Es geht darum, wie ihr auftretet, verstehst du mich? Du trittst auf mit 2 Abständen, wir haben einmal Training die Woche. Dann kicke ich auf den letzten Tag, aber Hauptsache der Junge fährt mit der Hayabusa durch Lenningen. Das ist nicht deine Kohle, das ist die vom Verein. Kerle, ohne mich, da geht's den TSV doch gar nicht mehr, du Depp, du Blöder. Hör mal, hörst du überhaupt, was du da sagst? Ich sag bloß, dass jeder weiß, dass dem sein Junge sein Lebtag noch nichts geschafft hat. Ja, was hast du denn geschafft in deinem Leben? Überhaupt? Was hast du reingesteckt hier von deinen ganzen Millionen? Mit dem sein Junge sich noch mehr Mobiles rauslassen kann, am Arsch lecken.
Du kleiner Hosenscheißer. Du kannst mit deinem versoffenen Vater schwätzen, aber nicht mit mir. Und jetzt raus. Anne. Du warst mal ein Vorstand. Aber jetzt bist du ein Freier und ein Steuerhinterzieher und ich glaub da gar nichts mehr. Weil du ein Wichser bist. Hey! Schau mal! Sorry, Ranni. So, ihr zwei, ihr habt Platzverbot, klar? Wer geht dir so beim Abgrund? Du bist der Vorstand vom Faschingskomitee, aber nicht meiner! Henny! Du, Ranni. Schleck nicht! Henny! Hey, hau ab! Tut's dir leid? Ja. Was mache ich jetzt? Der Urlaub am besten. Aber ohne die ganze Chaota. Und ohne deinen Jungen, den Herr Lodri. Der Vorstand muss weg, Helmi. Es geht nicht anders. Hat dir das keiner erzählt? Es gibt keinen Vorstand mehr. Der Ranni ist eine Stunde später zurückgetreten. Das war's mit Lenninger. Was? Du, das ist der ehrekäsigste von allen. Ja, was glaubst denn du? Dass der sich eine drücken lässt vor der ganzen Mannschaft? Da kann doch Mannschaft nichts dafür. Die Mannschaft ist doch eh am Boden. Der guckt gerade nur, dass er sauber rauskommt. Ich sehe nicht ein, warum er bei allem, was der sich aus der Kusch halten muss. Der dir aber, wenn ich du wäre. Hast du vergessen, wer das ist in Lenninger, wenn der alles kennt? Denkst, den juckt das, wie viel Geld du hast? Also, ich weiß auch gar nicht, was der ganze Scheiß soll. Wenn ich deine Kohle hätte, ich wäre schon längst in Thailand. Ich hätte mir kleine Hütte kaufen, Mädels vom Strand einladen und mir was wünschen. Ich wünsche dem Schurter Krebs im Arsch. Ja, das wünsche ich ihm auch manchmal. Aber in echt, da hätte er bloß ranze Zwicke. In echt ist Lenninger kein Fußballwunder. Und in echt wird's auch keins mehr. Der Einzige, der noch dran glaubt, das bist du. Weißt du, was ich manchmal glaub? Das Einzige, was es in Lenninger ewig geben wird, das ist das Altweibertum. Hallo Schätzle. Hallo Mama. So. Bei Post. Und was zum Essen. Mama! Hallo, Schatzi. Die Dinger runter. Hey, geil, Lasagne. Bitten wir um eine kleine Spende für den neuen Beichtstuhl. Der Arschhofer. In Deutschland kein Geld hat, hat Lenninger auch keins. Ich kenne die Leute alle gar nicht. Wer ist das, Herbert Schucke? Die ist dein Cousin von der Gabi. Guck mal hier. Lade mir sie ein, den neuen SLS Roadster 2 Monate vor Veröffentlichung zu erwerben. Die Kartons müssen aber nicht, die sind ja schon ganz nass. Was meinst du, Benni? In Pepsi-Blau. Geil. Und Benni, fühlst du dich jetzt wohl hier? Ich frag mich, wie viele Leute retten könntest mit 4 Millionen. Ja, bloß weil du im Lotto gewonnen hast, musst du ja nicht die Caritas sein.
Obwohl, über die Ohren habe ich mich gefreut. Herr Basco! Dem ist schon wieder nicht scharf genug. Tina. Hi. Schön, dass du da bist. Warst du im Training? Ja, Sport ist mittlerweile für mich wie Zähneputzen. Ich lasse keinen Tag mehr aus. Oh, sorry, Benni. Tut mir leid. Entschuldigung. Ach komm jetzt, Tina. Ich habe dafür jetzt auch mal Glück gehabt. Glückwunsch zu deinem Glück nochmal. Danke. Hast du meine E-Mail gelesen? Glaubst du nicht viel zu lesen? Ist ja alles klar. Du kannst dich vom Vorstand aufstellen lassen, wirst gewählt oder nicht. Die Vorstandswahl ist in einem Vierteljahr. Das ist doch super. Warum? Du hast genug Zeit, dich vorzubereiten. Aber Tina, ich bin vorbereitet. Ich brauche einen Manager für den finanziellen Part. Es gibt keinen finanziellen Part. Das, was du investierst, das spendest du. Ich weiß, ja. Ja, ich find's cool, dass du deine Talente so unterstützen willst. Und ich weiß auch ganz genau, was dein Verein dir bedeutet. Um das geht's. Es kann sein, dass ich rechtliche Probleme krieg mit dem früheren Vorstand. Schau mal hier, ich habe hier Vereinslizenzen. Benni, du hast ein Vermögen von 4 Millionen und einen Anwalt. Wo ist das Problem? Du hast doch einen Anwalt, oder? Benni, Süßer. Danke. Hast du Barcelona gesehen? Der Messi ist echt so geil. Deswegen, weil du Fußball magst. Ich wusste ja nicht, dass du schon so einen tollen Job hast. Ich wollte nur... Ja, du wolltest von jemand anderem Begeisterung für deine Sache spüren, ist schon klar. Ja. Das war ja nur eine Idee. War es halt nur eine Idee. Mann, Benni, leb in der Stadt, gib ein bisschen Geld aus. Mann, wo sind deine Pläne, deine Ideen? Wo ist der Verein in einem Jahr, in 10 Jahren? Das ist der wahre Grund, warum ich nicht mit fertig studiert habe. Das kannst du nicht machen wegen dem. Das kriegst du nur, wenn du das hast. Und warum? Weil das steht da. Aber beim Schwanz einziehen ist jeder der Erste. Ich zieh meinen Schwanz nicht ein. Ja, SF. Kein Wunder, dass Welt gegen dran fährt und jeder macht so weiter. Außer dir, du reitest deine Kickers vom Untergang. Weil das mein Verein ist und schon immer war. Entschuldige. Sorry, Benni. Ich hab's dir gesagt. Ich hab heute nur 10 Minuten. Ich muss los. Tschüss, Benni. Wir telefonieren, ja? Tschüss. Ich kenn den. Der zieht es auf jeden Fall durch. Ja, ein bisschen kann er ruhig schon noch warten. Ja, ich will neue Spieler entdecken und sie groß machen. Das will ich. Weißt du, wo dein Bruder ist? Hat irgendwer was mit Frankfurt gemacht? Was macht denn der in Frankfurt? Weiß ich nicht. Weißt du nicht mehr, wie dein Vater an Vollmond war? Nicht nur an Vollmond, Mama.
versteh bitte nicht falsch, was ich jetzt sag, aber wenn du in Zukunft vorbeikommst, um was am Haus zu machen oder weil du mich besuchen willst, dann ruf vorher an. Ich freue mich, dass du kommst. Ich will in nächster Zeit nur alles besser planen. Selber planen, weißt du, wie ich meine? Ja, ist gut. Ist gut. Benjamin Rex, hallo? Benny? Ja, hi, hier ist Tina. Ja? Ja, du, ich wollte mich nochmal melden bei dir. Ja, wegen dem Gespräch heute Mittag. Also ich habe mir das alles nochmal überlegt. Und ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass ich dabei bin. Ey, du. Ja? Da habe ich jetzt... Benny, das ist eine super Sache. Wirklich. Ich finde, du hast tolle Ideen. Das ist... Das Einzige ist, ich würde es mir gerne vorher alles mal ein bisschen anschauen. Pass auf, kannst du einfach den Vertrag machen und ich unterschreibe dann einfach. Ja, ich könnte morgen schon in Lenningen sein, wenn du Bock hast. Ja, ich habe eben schon mal geschaut, ich glaube 18.30 Uhr. Ja. Ja, ist doch super. Du kannst mich direkt da abholen. 18.30 Uhr. Passt das für dich? Bahnhof Oberlenningen, ja. Ja, cool, dann kommst du mich abholen. Cool. Ja, cool. Dann bis morgen. Aber du, Benny, eine Sache noch. Ja? Ich will einen neuen Spieler. Ja, einfach als Motivation für den Rest, weißt du? Abgemacht? Ja. Dann sehen wir uns. Ja. Schlaf gut. Ich habe mal einen vorläufigen Trainingsplan gemacht. Wenn du die Jungs siehst, weißt du warum. Super, danke. Ich suche mir eine Wohnung in Nürtingen, vielleicht kennst du jemanden. Warum nicht in Lenningen? Da kenne ich viele. In Lenningen habe ich mein Büro. Mokri! Hey, da ist der Benni. Hm? Benni! Benni, was geht? Lass mal. Servus, Benni. Was wird das? Na, nach was sieht's aus? Wenn grad sie bin ich durch. Wer ist da besoffen? Der Bulling, der Wanner und der Irrtegraf. Schau, Mist vom Schoder gewachsen, erzähl mir doch nix. Ich weiß von nix. Von gar nix sogar. Ich finde es eine gute Sache. Wer dich zum Training kommt, trägt die Konsequenzen. Hm? Ab heute findest du nichts mehr in meinem Körper von dem Teufelszeug. Ja? Mokri, das ist die Ankunft deines neuen Tages. Ja? Was verspricht er sich? Na, wenn er nicht aufhört, stirbt er. Der Schoder. Hat das mit mir oder mit der Mannschaft? Mist. Der hätte meinen Doppelkonvoi daheim lassen sollen. Hä? Du kannst zu meinem Kollege zum Schweißtest. Schweißtest? Ja. Ich, Mokri, weißt du, wie teuer MPU ist? Wie lange das dauert? Ich brauche meinen Lappen. Es tut mir wirklich leid, Fett. Du kannst durch, Benni. Wegge was? Weil ich im Nürnberg gewonnen habe. Alles okay, Benni? 2002. Der Freistoß gegen Spreitbach. Aus 40 Meter. Hammer. Du hast mehr für Lenningen gemacht, wie ich in 20 Jahren Uniform. Ich will dich nicht kontrollieren. Du bist unser Maradona. Jungs!
drückst. 2-4, 2-4, ja? Wir sind jetzt ernst. Los, los, Spaß haben, ja? Die Jungs wollen zum VfB? Und ich hab gesagt, dass du's warm machst, Karsch. Ja, guck mal. Hast du Bock mehr zu trainieren? Nur so auf alte Zeiten? Meine Füße sind der halbe Mille wert. Ich lasse mich mit zur Häcksle. Von den Berserker. Nee. Torwart-Application? Ich muss gucken, was MPU kostet. Wie soll er denn zur Uni kommen, wenn der scheiß Mokri mir mein Lappe zockt? Fett. Ich will da keinen Mehrstress machen, aber ich hab grad Managerin da. Ihr kommt eh schon zu spät zum Training, deswegen. Ich will nur bestimmte Grundsätze durchsetzen mit der Pünktlichkeit. Deswegen die Idee mit dem Gehalt, weißt du, wie mein? Ich will kein Geld verdienen, Benny. Ich will nur einmal pro Woche meine Jungs sehen und mit denen den Ball durch die Gegend tappen. Aber ich hab grad echt andere Sorge. Mein Lappe ist weg. Ich konnte Remy anrufen in Heilbronn. Der holt da einen aus der Tschechei für 800 Tacke. Leicht dir, wenn du willst. Nee, bitte. Aber schwätz mal später drüber. Markus! Schieß den mal warm. So ist gut. Rücke grad. Benni, schwör bei Gott, da ist Potenzial. Ich hab keinen Zweifel. Ich hab keine Zweifel. Und ab jetzt ist Training nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Und zwar jeden Tag. Du musst es nicht übertreiben. Ich will nicht, dass da irgendwann umfällt am Fließband. Mit Fließband hat es jetzt erst schon mal. Hä? Ja, ich hab kündigt. Das war nichts mehr mit der Dreischicht. Und dann noch mein scheiß Chef, Benni. Ich brauch das nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Einfach so. Benni, ich bin jetzt Fulltime Lenninger. Wenn ich schon einen Chef hab, dann such ich mir selber raus. Von was willst du leben? Ich fange zum Schaffen an um 5 Uhr morgens oder um 5 Uhr abends bin und deshalb ich 17 bin. Du hast im Lotto gewonnen. Sei kein Arschloch, ich bin dein Bruder. Und jetzt soll nicht andere auch aufhören mit Schaffen oder bloß du, weil du mein Bruder bist. Heißt das die Mama? Ich hab gedacht, wir sagen es zusammen. Und wir sitzen in einem Boot, weißt du, wie mein? Was schwätzt denn da mal? Vier Trainingseinheiten pro Woche. Bezahlung der Spieler hängt von der Anwesenheit ab, genau wie die Spielzeit. Bei jedem Training individuelle Betreuung für einen Spieler, bis wir Verstärkung kriegen. Verstärkung? Ja, Fitnesstrainer, Physio, Torwarttrainer. Ja, aber viermal in der Woche? Ja, aber Frau und zwei Kinder. Ich verzeih mir doch nichts. Du bist Trainer, damit du nicht daheim sein musst. Scheiß, machen wir langsam hier. Physio. Die müssen überhaupt erst mal zum Training kommen. Ja, deswegen das Gehalt. Emmy, wir erstellen Potenzialtabelle, wo wir jeden Spaß. Was ist denn falsch an dem alten Training? Ich mache das seit 20 Jahren so. Und vorher der Sigi. Siehst du da die Pokale an der Wand? Die haben wir gekriegt mit meinem Training. Ich weiß, Emmy. Das ist Fußball, Helmut. Manchmal bleibt man bei ihm Alter und manchmal braucht man wieder Zeit. Danke, Sigi. Herr Knabe, das sind alles langfristige Pläne. Der Benni erklärt Ihnen ja nur, wie er sich das vorstellt. Ich habe nie studiert, aber eins weiß ich wie's. Wenn das 50 Jahre lang funktioniert hat, dann funktioniert es wahrscheinlich auch noch die anderen 50 Jahre. Emmy. Wie die Dampflok. Dem geht's ums Prinzip. Aber der versteht das alles unterbewusst. Ja, er wird's verstehen müssen. Der Mann ist mein Ziehvater. Alles, was ich übers Kicken weiß, weiß ich vom Helmi. Knabel bleibt der erste Trainer, egal was passiert. In Ordnung. Ja, und was ist mit dem neuen Spieler? Nee, der Kicker bringt jedes Jahr eine Liste raus mit Noten deutscher Spieler. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht mein Anhaltspunkt. Mhm. Ich habe hier noch was für dich. Die 48 Gesetze der Macht
Machiavelli? Was ist NLP? Was ist NLP? Nimm und lies. Das sind Ratgeber für Anführer. Und das heißt Machiavelli. Danke. Du, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, ja? Aber wir sollten zumindest nach außen projizieren, dass wir auf der gleichen Seite sind. Immer. Mhm. Emmy! Emmy! Warst. 2, 3, wieso? Hab grad gesehen, du hast eine gute Reaktion. Wichser vom Amtsgericht. Wegen dem Scheiß mit dem Friedel, wenn sie mir die Lizenz weggenommen. Was wird denn das? Businessplan. Businessplan? Benni, ich hab einen Plan. Fitnessraum im Keller. Solarium, Sauna, Whirlpool, weiß ich mal. Ein Soundsystem vom Werner Neubau oder so. Was meinst du? Was fehlt noch schon deinem Kicker rum die ganze Zeit? Neue Spieler. Neue Spieler? Man braucht 11 Stück, das ist der Scheiß. Der Hering hat erzählt, der Schoder kürzt jeden in seinem Betrieb der Urlaub, der weiter für dich kickt. Scheiß drauf, bin ich. Abmarsch. Ins Freibad. Komm. Hey Jungs, was ist grün und steht am Straßenrand? Ha? Prostituierte. Fett, heute noch. Hey Fett, Alter. Komm. Fett, bist du drin, bist du sonst schon wieder aufgegangen? Hey Jungs. Heute hat Nino Schneider gesehen. Und? Hat er sich erinnert? Dass du seine Tochter in sein Bett bumst hast? In Dänigen kann man sich viel rausnehmen, wenn man kicken kann. Ja, von wegen, mit dem Rohrstock hat er mich gejagt. Oh. Dass man unsere Kinder glauben, dass man den 90er von unserer Lehrer geschlagen worden ist. Oh, Fett, Alter, das interessiert echt einen Tode, oder? Auf deinen Jungen hat er es abgesehen gehabt. Wie hat er geliebt? Weil du der Bäckerbauer von Lenningen warst. Ja. Aber das ist jetzt vorbei. Du bist Millionär, ich kick beim VfB und der Schneider ist der Schneider. Jungs, aufs neue Training. Ich danke euch alle. VfB darf eigentlich nicht mittrinken, gell? Ey, Fett, hör mit dem Gekiffe auf, Alter! Mach dich nur noch blöder, du Segel. Das verdienst du erst einmal. Hey, Tommy! Du wolltest nur noch Ebbes fragen. Die Managerin, die heute da war. Alle Kollegen vom Studium. Ja, so frech die ganze Zeit. Mann, Benni, Gezicke, weibliche Energie ohne maskuline Führung. Ne? Muss mal auf den Tisch hauen. Ich will nicht auf den Tisch hauen. Ich mag die ja. Ich will nur, dass sie zufrieden ist mit dem, was da ist. Frauen sind nie zufrieden. Und das ist gleichzeitig das Schlimme und das Schöne an der ganzen Geschichte. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Frau getroffen, die jemals zufrieden war. Lenninger ist nicht Manchester, was denkt die sich denn? Benni, du kannst gar nicht wissen, was die denken. Und deswegen ist es heute wichtig. Wichtig ist, was du denkst. Bist du in love? Packstuhls! Kannst du nicht mal wichsen ohne love? Ja, ja. Weißt du noch, wie er bei der Scherreberger vom Fenster gestanden ist?
Ich hätte auch Eis zahlen. Wenigstens habe ich noch halber im Kopf gehabt, dass du nur ans Fresse denkst. Und? Ich habe wieder abgenommen und du hast immer noch nichts zum Bumsen. Das war eine Grundschule, ihr Mongos. Achtung, Blendgranate, Angriff! Benny. Hi. Hi. Was gibt's? Nix. Ich bin gerade vorbeigefahren und hab gedacht, wir haben so gut gearbeitet. Vielleicht hast du Hunger? Ich war gerade auf dem Weg. Morgen ist das erste Spiel, Benny. Ich weiß, aber man muss es ja jetzt nicht so ernst nehmen. Aber du hast schon geschlafen, oder? Ich muss um 5 raus. Das ist gut. Dann sehen wir uns morgen. Sorry, Benny. Du, kein Ding, ich bin auch schon müde, so ist nicht. Schlaf dich aus. Schlaf gut. Ja. Hey! Wie siehst du aus? Frau aus Nürtiger von der Wachsberg-Party. Aha. Du stehst morgen im Tor. Der war gut. Kein Spaß. Ihr will der fette Mittelfeld und ich glaube, dass man aus dir was machen kann auf der Position. Sag mal, spinnst du, Benny? Ich bin Stürmer. Stürmer mache Kiste, du nicht. Sorry, dass ich so hart sagen muss. Kleiner, komm mal kein Bock mehr, wegen allem rum zu diskutieren. Du hast eine gute Reaktion, wenn du nüchtern bist. Und kannst springen. Mach, was ich sag, dann mach ich was aus dir. Ja, ich sag 5. Höchstens 5. Mehr Gott nicht. Willst du einen Urlaub mit oder nicht? Hi, Tina! Hi! Hi, Marcel. Tina. Kommt jetzt, los geht's! Oh, wartet mal kurz, Jungs. Der Mokri, der ist manchmal ein bisschen übereifrig. Aber der lässt mit sich reden. Wie it? Wer sein Labbe will, der spielt it, klar? Wow. Ja. Gescheite Nasenkalle. Und nur einer. Sauber ist die Katz verreckt.
Noch einer. Die neuen Leute. Mit euch sind wir 7. Aber das macht nichts. Wir verlangen von euch keine Wunder. Aber wir verlangen, dass ihr macht, was der Helmut euch gezeigt hat. Ihr seid der richtige Trainer. Und ihr seid im richtigen Verein. Und wenn ihr eins gelernt habt, dann man muss kämpfen für das, was einem wichtig ist. Das wollte ich euch bloß nur sagen. Auf geht's, Bube, jetzt und kickt! Komm! Nächstes Mal besser! Schneller! Pass auf, von links! Das ist noch fett! Komm, aufpassen dahinter, aufpassen! Nicht nachlassen! Bleib konzentriert! Wie lange noch? Auf geht's, Jungs. Nachspielzeit. Auf! Ja, genau. Geht doch. Nein! Was denn? Der lässt sich doch fallen, Siri. Siehst du das nicht? Das gibt's doch, bist du blind oder was? Da lässt sich doch voll fallen! Ja, super! Toll! Meine Fresse! Zur letzten Minute, es gibt's doch nicht! Du packst es. Zum ersten Mal nicht verloren in der Saison. Wenn sie irgendwas macht, was wir gesagt haben. Wenn ich verarsch die. Pass auf, gell? Hanna, was willst du? Benni, du bist nicht lernfähig. Das ist dein Problem. Eins davon auf jeden Fall. Unentschieden mit sieben Leuten. Ich denke schon, dass es lernfähig ist. Du hast Hose schon lang voll, Hanna, aber du merkst es erst jetzt. Ja, ist das so? Ja? Wart, bis die alle Woche ihre Führerschein wieder hin, dann verläuft sich der Scheißdreck im Sand. Aber so ein Spiel wie heute. An sowas erinnern sich die Leute. Stimmt, das war heute wirklich ein historisches Spiel, das kann man ruhig so sagen. Servus, Leo. Komm gut heim und grüßen deine Frau, ja?
Pass auf, Benni. Der Edeka, der braucht neue Parkplätze. Nächste Woche verkaufe ich das Grundstück und dann hat er welche. Das war nämlich heute das letzte Spiel, was Lindling auf dem Rasen gemacht hat. Historisch, Benni. Historisch. Jungs, sauber!